Herzlich willkommen zu meiner Fahrerkarte Primarsch. Wir werden uns ein paar Kühe kaufen, die haben wir noch nicht geguckt. Wir müssen noch mindestens ein paar Tiere dazu haben. Mit 200 Stück war so mein Plan. Wir haben jetzt bald Nacht, wir werden bald um 10 Uhr entsprechend auf 30 hochgehen in der Geschwindigkeit. Irgendwie müssen wir mit der Zeit ja vorankommen. Das tun wir irgendwie nicht irgendwie richtig. Weiß auch nicht warum. Wir spielen aber erst so langsam. Ich habe eigentlich ein relativ hohes Tempo. Relativ. Entschuldigung. Aber die Nacht werden wir ja gleich entsprechend die Geschwindigkeit erhöhen. Damit wir da entsprechend noch was schaffen. Zeitlich gesehen. Unsere Felder sind ja gedüngt. Da dürfte es nichts weiter anliegen. Ich könnte noch mal sehen, ob wir irgendwelche fremden Missionen annehmen könnten. Morgen früh. Also im Prinzip den nächsten Ingebtag. So. Da haben wir das schon. Ne, die nicht. Da. Gleich runter in der Feder, ne? Gut, fahren wir zurück. Ein schwerer Ochsen hier. Ach, wir gehen mal jetzt auf 30. Ist ja nicht so wichtig jetzt. Jetzt machen wir keine Feldarbeiten. Jetzt können wir die Nacht ein bisschen Gas geben. Nach 0 Uhr können wir mal auf 60 gehen, wenn die Rechnungen durch sind. Sind kleine Tage, dann können wir gucken, ob wir morgen früh was an Missionen haben. Was haben wir jetzt überhaupt Missionen? Düngen wäre ganz gut. Das wäre. Die war ein dicker Auftrag. Aber 66 kommen wir nicht hin. Dann müssen wir jetzt eine Brücke bauen. Brücke bauen heißt, wir brauchen Zementfabrik, wir brauchen Kies. Soweit ich weiß, Stahl müssen wir kaufen, das heißt, vorbeigefahren. Dann müssen wir noch einiges an Geld erwirtschaften. Das ist zurzeit noch sehr weit weg. Also mit erwirtschaften, meine ich jetzt. Zeit, wenn wir die Grundlagen schaffen für, wir brauchen die Produktion für Bier, wir brauchen die Produktion für ja genau für alles halt, ne? Achso, ich hab's verdüst. Achso, hier Schweinestall noch bauen, noch zwei Stück, ein Schlachter natürlich dann bauen, ne? An den Stall wollen wir nicht abladen, da haben wir kein Futter. Nochmal eine Fuhre holen. Ja, muss sein. Wenn wir dann nächstes Jahr voll einsteigen wollen in die Milchproduktion, erstmal langsam, Anführungszeichen, weil die noch klar, die wir jetzt kaufen, da braucht mindestens noch ein Jahr bis zur Geburt. Und dann gibt es erst Milch. Alle Kühe werden noch nicht schwanger. Gleich, das dauert ein bisschen länger. Ist halt so, ne? Ja, dann werden wir sehen, dass wir da entsprechend vorankommen. So, dann werden wir entsprechend mal sehen, dass wir, sobald das wieder voll ist, Paletten verkaufen und dass wir auch Leerpaletten liefern zum Pelletsfabrik, dass wir da entsprechend mal Stroh haben, entsprechend eindecken mit entsprechender Menge an Stroh, dass wir da entsprechend
Ja, der im Winter gut verkaufen können, ne? Das ist ja das, was mein Ziel ist. Im Winter als Material verkaufen, egal wohin. Das nehmen die alles. Und denkt mal, im Winter haben wir auch höhere Preise dafür und dann natürlich noch die Silage, die jetzt prinzipiell jetzt nachher auch fertig wird. Das war ja auch einige an Fuhren, ne? Also etliche, ich glaube 3,3 ungefähr pro BGH. Das sollte auch fast eine Million geben ungefähr. Das sind ja Summen, die man ja, von denen man eigentlich träumen könnte. Hier vorne ist kein Licht. Von denen man träumen könnte, vorne kein Licht, das ist nicht gut. Das geht nicht. Weil in der Einfahrt kein Licht hat, ist ja nicht, das ist ja nicht gut. Schau mal, richtig rum sind. Ja, so ist es schon gut, ne? Ja, da dürfen wir nicht, das ist ja außerhalb. Das heißt, hier dürfen wir nicht, das können wir schon machen, ne? Wenn wir es wollen. Also dunkel soll es nicht sein, also bitteschön, Licht. Bei den Kühen noch nicht so. Die armen Tiere müssen ja diesen schlafen können. Hier haben wir ganz gut Licht, das passt schon so. Die Maus ist außerhalb, das ist nicht gut. Wenn die Maus außerhalb ist, ist mal die Gefahr, dass ich die Lenkung, die Zentrierfeder fehlt. So. Oh! Puh, 14 gestorben. Uiui. Nein, das war nicht gut. Heißt, wir sind leer. Ja, schlecht. Ja, wär nicht passiert, wenn wir kein Licht gehabt hätten. 14, heißt 14 Kühe tot. Shit. Seid nur. Nicht schön. Gut, dann mach ich mal schlauer. So. Haben wir noch ein Tier drinne? Glaub nicht, alle weg. Das war ein Schuss in den Ofen, naja gut. Also, wenn wir Tiere kaufen, kann man nicht auf 30 spielen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. 14 Kühe. Das ist ja ärgerlich. Äußerst ärgerlich. Das heißt, wenn wir kaufen, gehen wir runter auf 5 und wenn wir damit. Oh, das ist ja auch blöd, ne? Aber ist halt so, ne? Also. Obwohl normalerweise nachts, nach 3, 4 Stunden, das ist aber nicht noch. Ja. So lange halten die schon aus. Gut, im Sommer, wenn es heiß ist und draußen, dann ist schon ungünstig, aber das ist ja auch um die Ecke hier. So, jetzt sind wir da. Ich hole mir die nächsten Tiere. Ah, nee. Da muss ich nicht mal gleich abladen und dann mit um Licht kümmern, wenn es sein muss. Ja? Naja, teuer ist zum Glück nicht. So, runter mit der Geschwindigkeit. Ja, das ist dann schon. Aber die kauft aber hell, ne? Aber die Zähne, da war 0 Uhr, 2 Stunden. Ja, das ist eine gute Erfahrung. Beziehungsweise Erfahrung, die man machen muss. Also umfallen darf es dann auch nicht, dann ist schlecht. So. Gibt ja im Hof immer FPS-Eindrücke, Einbrüche, Eindrücke oder so. Ja. Wegen der ganzen Gebäude und Maschinen und Kühe. Und Licht, das frisst Leistung. So, ein paar Kühe, jetzt kommt ein paar Kühe, lebendige. Ein paar Brüder und Schwestern. So.
So, Alt S. Sieht's aus. Gülle so viel. Fürs Jahr brauchen wir eine Menge, 1 Million Mischrationen. Da ist ein Tier, was überhaupt nicht schwanger wird. Müssen wir eigentlich verkaufen. Na, Schweinchen, mehr geworden? Nee. 63. Was macht unsere Felder? So. Ist da was erntereif? Nein. Das ist alles. Ja, alles nicht, aber dunkelgrün ist das meiste. Also eins. Dinkel. Raps, Weizen, Gerste, glaube ich, und umgekehrt. Und so viel haben wir gar nicht. Also Gras. Im Grunde müssen wir hier noch was anderes einpflanzen, in nächste Mal. Und zwar, keine Ahnung. So, wieder schneller auf 30. Jetzt können wir auf 60 eben fahren. Also die Kühe können da nicht ab, im 4-Anhänger lange stehen. 2 Stunden ist schon kritisch. Ich habe nur Licht gesetzt, 2-mal. Damit wir vorne gut sehen können. So unsere Einfahrt auch sehen. Aber reif, das könnte noch passieren jetzt, wenn der Wachstum durchgeht. Das könnte noch passieren. Könnte. Aber ich glaube eher nicht. Also 60. 60 wäre es tödlich für die Tiere. Wenn wir gleich mal runtergehen auf 5. Die nächsten Kühe, so, dann haben wir ja 185 oder so. Wir müssen mindestens noch einmal fahren oder zweimal fahren. Dann sind wir 200 plus ungefähr. Habe ich Countdown gedrückt? Nee. Habe ich da Zeit? Ja, 13. Ein oder zweimal noch fahren. Nicht umfallen dabei. Das wäre so eine ideale Arbeit, nachts die Tiere zu kaufen und um Stall zu fahren. Aber wenn man die stehen lässt und dann im Boot bleiben, bringt ja auch nichts. Ne? So. Im Grunde brauchen wir nicht zählen. Dann macht ja hier die Zahl. Ne, 01 ist die erste Kuh. Und 199. Nee, das stimmt so nicht. Oder was? Nee. 85. Ha, da sind bestimmt die anderen Kühe mit bei. Die schon unter der Erde sind. Beziehungsweise Tierverwertung. So, gehen wir wieder auf 60. So.
So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Kühe kaufen. Wir kaufen noch Kühe weiter und erleben den Morgen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Denkt dran, immer schön kommentieren. Habt ihr Ratschläge, habt ihr Tipps? Immer rein damit. Habt ihr Kritik? Auch rein damit. Ich werde das so schnell wie möglich beantworten. Ich danke dafür, auch fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Man hört und sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.